Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Praxisfilm. Mein Name ist Kerstin Schüppel, ich bin Heilpraktikerin im sechsten Jahr mit eigener Praxis. Die Praxis befindet sich im Schönenbergischen Land in Kürten-Olpe, Hauptstraße 30. Ich arbeite schon seit Beginn meiner Praxis mit dem Mikrostromgerät mit sehr großen Erfolgen. Sicherlich nicht bei allen Patienten, aber bei den meisten schon. Anwendungsbereiche sind bei mir hauptsächlich der Bewegungsapparat. Ich habe sehr viele Sportler bei mir in der Praxis, in der Behandlung und je früher ich sie bekomme nach der Verletzung, desto besser ist auch der Therapieerfolg. Des Weiteren habe ich sehr, sehr große Erfolge im Bereich des vegetativen Nervensystems, Burnout oder Erschöpfungszustände, Entgiftungen. Alles ist möglich mit dem Mikrostromgerät. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz erklären, was die Mikrostromtherapie bewirkt. Das Gerät basiert in seinen Impulsen auf der körpereigenen Stromfrequenz und da bei Verletzungen oder auch inneren Erkrankungen oder Erkrankungen des vegetativen Nervensystems eine Zellregulationsstörung vorliegt, kann ich mit diesem Gerät diese Zellregulationsstörung beheben, indem Impulse gemessen werden und die Therapie auf die gemessenen Impulse ausgerichtet wird. Somit kann sich die Zelle in sehr kurzem Zeitraum regenerieren, hat wesentlich mehr Energie, Leistungen und somit kann also auch ein schnellerer und effektiverer Heilungsprozess und eine Schmerzfreiheit erzielt werden. Ich kam vor gut zweieinhalb Jahren zu Frau Schüppel, hatte sehr depressive Stimmung und sehr Muskelverhärtungen im Nacken. Da hat mir Frau Schüppel unheimlich geholfen, indem sie bei mir eine Mikrostromtherapie angewendet hat. Und das war in den Anfangszeiten zwei-, dreimal die Woche, nachher nur noch einmal die Woche, dann jeden Monat und mir geht's wunderbar. Bei dieser Patientin liegt eine massive Muskelverspannung im Schulter-Nackenbereich vor. Sie kam zu mir auch mit depressiven Verspannungen und insgesamt muskulären Verspannungen im gesamten Körper. Nachdem wir das erfolgreich mit Mikrostrom und Infusionstherapie behoben haben, kommt sie jetzt nur noch alle 2 bis 4 Wochen zu einer Mikrostrombehandlung und zusätzlich einer Schröpfkopfbehandlung. So, bei dieser Patientin wende ich die Mikrostromtherapie an, um eine Entgiftung vorzunehmen. Die Patientin hat sehr viele Antibiotikatherapien bekommen und auch einige Operationen hinter sich und dementsprechend müssen die Giftstoffe aus dem Körper ausgeleitet werden. Das unterstütze ich mit einer Infusionstherapie, in dem verschiedene Substanzen in die Infusion gegeben werden, die diesen Entgiftungsprozess noch unterstützen. Bei dieser Patientin liegt an mehreren Gelenken eine schwere Arthrose vor. Hier wird heute das Knie behandelt, bei dem ich auch vorher schon eine Blutegeltherapie durchgeführt habe. Mikrostrom in Verbindung mit der Blutegeltherapie bewirkt eine noch schnellere Schmerzfreiheit und das Gelenk wird wesentlich beweglicher. Da die Patientin auch an mehreren Stellen schmerzempfindliche Punkte hat, behandle ich hier zusätzlich noch mit dem LED-Licht, um auch eine noch größere Schmerzfreiheit zu erzielen. Zu den bis jetzt genannten Therapien wie Infusionstherapien, Blutegel oder Schröpfkopfmassage habe ich mich hier in meiner Praxis auf die Zellsymbiosis-Therapie von Dr. Krämer spezialisiert. Die kann sich wunderbar kombinieren mit dem Mikrostromgerät, weil sowohl eben Erkrankungen des Bewegungsapparats als auch der inneren Organe damit wunderbar kombiniert und behandelt werden können. Des Weiteren setze ich hier in der Praxis den sogenannten Pro-Immun-M-Test ein. Das ist ein Lebensmittelunverträglichkeitstest, der über das Blut gemacht wird und auch wiederum in Verbindung mit dem Mikrostromgerät und der Zellsymbiosis-Therapie nach Dr. Krämer wunderbar kombiniert werden kann. Arbeite ich hier in meiner Praxis mit chinesischen Heilpilzen, wo ich auch mein Masterstudium gemacht habe. Auch diese Therapieform eignet sich ganz wunderbar sowohl für den Bewegungsapparat als auch für innere Erkrankungen. Ansonsten gibt es hier in der Praxis eigentlich viele Spritzentherapien und auch unterschiedliche Kombinationen an Infusionstherapien,
die ich auch wieder in Verbindung mit dem Mikrostromgerät einsetze.